Hallo, hallo meine Lieben, hallo Veronika. Es freut mich sehr, sehr, dass wir heute ein wunderbares Interview machen können. Veronika ist ja in Tobago, das heißt, heute haben wir eine richtig exotische Variante und ein, ja, Langstreckenzug zwischen Griechenland und Tobago. Sehr praktisch einmal halb um die Erde. Ich bin ganz begeistert, dass wir die Verbindung trotzdem zusammenbringen. Und ja, Veronika hat ein wunderbares Projekt, Being with Horses, Healing with Horses. Und Veronika, stell dich doch bitte mal vor und erzähl so ein bisschen. Ja, hallo, liebe Grüße hier aus Tobago, West Indies. Ich lebe hier seit 2006 und bin das erste Mal 2004 nach Tobago gekommen. Ja, bin in Deutschland geboren, in Süddeutschland und habe die Welt schon ziemlich bereist und Tobago hat mich angezogen, magnetisch. Okay. Und wir haben hier etwas Wunderbares aufgebaut, mit Tieren, mit Menschen, die ja Menschen, ganz besondere Menschen auch, Menschen, die normal, die nicht in das normale System passen. Genauso Tiere adoptiert, die ausgesondert wurden aus speziell die Pferde aus dem normalen Reitbetrieb oder aus dem Rennsport und so weiter. Ja, Ganze wirklich auch sehr unterstützt und aufgebaut mit meinem Mann Lennon, der aus dem Süden von Trinidad kommt. Trinidad und Tobago, das sind Geschwisterinseln. Tobago ist eine ganz kleine Insel, wo wir wohnen, diese 12 Kilometer auf 35 Kilometer groß, und Trinidad ist eine größere Insel, aber es ist so eine Einheit. Und ja, in Tobago hier arbeiten wir mit den Tieren und mit Menschen. In Deutschland würde man sagen, ja, das sind behinderte Menschen, sind einfach Menschen, die, ich sage immer, ganz spezielle Fähigkeiten haben. Oder wie Marianne auch, wie du Marianne sagst, Superpowers haben. Ja, wir haben einige angestellt, die uns helfen, die Tiere mit zu versorgen. Und dann geben wir auch 6 Tage die Woche Therapieeinheiten für Menschen, die ja mongoloid sind oder autistische Züge haben und so weiter. Ja. Und ich bin letzten Endes aufgewachsen mit Behinderten, denn mein Vater, der war Lehrer an der Lebenshilfe 35 Jahre. Und der hat auch immer wieder die Menschen mit nach Hause gebracht und die haben uns auch geholfen, den Garten zu versorgen bei uns. Ja, so ist das einfach ganz organisch auch entstanden bei uns. Das heißt, im Prinzip trägst du auch so ein bisschen Ideen deines Vaters weiter. Ja, genau. Ganz interessant. Wie fühlt man sich als Deutsche in Tobago? War es einfach, war es schwer? Es sind, wie fühle ich mich als Deutsche in Tobago? Ja, ich fühle mich auf der einen Seite willkommen und auf der anderen Seite auch manchmal nicht verstanden. Also es ist, muss ich ganz klar sagen. Und ich merke einfach, das sind schon zwei verschiedene Kulturen, gell? Ich bin zum Beispiel jetzt gerade heute Morgen, es ist früh morgens bei uns, es ist 7 Uhr morgens, gerade hochgegangen in den Park und
der Park wird außerhalb gesäubert von den staatlichen Angestellten, die heute Morgen gar nicht rausgekommen sind, weil es hat nämlich gestern so viel geregnet. Und es hat auch heute Morgen noch ein bisschen geregnet. Da kommen die Menschen manchmal gar nicht aus ihren Löchern raus. Da warten die eher gerne einfach noch ein, zwei Tage. Und das ist für mich manchmal einfach schwierig zu verstehen, weil gerade nach so einem Regensturm haben wir viel, viel, viel mehr Arbeit. Es sind zum Beispiel zwei Bäume umgefallen am Eingang vom Park. Und müssen wir einfach mal heute gucken, wie wir das managen, ne? Also es ist einfach so, wo ich manchmal merke, the Work Ethic ist grundlegend anders, die karibische Gelassenheit. Und dann komme ich mit meinem, jetzt muss alles perfekt sein. Es muss alles geradlinig strukturiert sein. Da ecke ich manchmal an, gell? Ja, und das ist ein tägliches Challenge für mich, für mich selbst, wo ich einfach merke, ich muss mehr in die Gelassenheit gehen. Vielleicht habe ich mir Tobago ausgesucht, weil ich das mehr und mehr einfach leben darf, diese Gelassenheit und einfach mal eine 5 Grad sein lassen. Ja? Ja, passt nicht so ganz zum deutschen Leistungsbewusstsein. Du hast vorhin gesagt, die Insel hat 12 mal 35 Kilometer. Wie viele Leute wohnen denn dort? Wohnen 55.000 Leute. Ganz schön wenig irgendwie. Ja. Das ist halb Kalamata. Wie ist es, wenn du da so über die Insel gehst? Siehst du da überall jemanden oder bist du da auch länger mal unterwegs, ohne dass du jemanden siehst? Es gibt natürlich Landflächen wie Regenwaldgebiete, da wohnen keine Menschen. Wo wir wohnen, das ist so der heiße Kern, das ist gerade mal 10 Minuten vom Flughafen entfernt. Und da gibt es auch viele Touristen. Genau, wir sind so 10 Minuten vom Flughafen entfernt, wir sind 15 Minuten entfernt von Scarborough, das ist die Hauptstadt, letzten Endes die einzige Stadt. Okay. Und ja, die Tobago kann man sich vorstellen wie so eine Zunge. Wir sind ganz südlich von der Zunge und dort. Ja, wie gesagt, ist auch der Flughafen. Und dann gibt es eine große Straße, die geht einfach einmal so um die Insel rum. Und wenn man diese Straße entlang fährt, dann kann man eine Unser-Rundfahrt, letzten Endes in 2 Stunden ist man so um die Insel rum. Das ist ziemlich schnell. Ist ziemlich schnell, ja. Und ja, das sind viele, viele kleine Dörfer und die Menschen, die leben ziemlich nahe an dieser Hauptstraße dran, weil sie dann einfach auch ganz einfachen Zugang haben zu den Märkten, zu Lebensmitteln. Die wohnen gar nicht so gerne im Land. Also fällt mir auf, die sind gerne dort, wo viel los ist. Wo sie was tut. Okay, Wo sich verstehe. was genau. Ja. Jetzt, wie kamst du mit dieser Idee, Being with Horses, Healing with Horses, nach Tobago? Wie ist das entstanden? Ja, da das hat sich, das ist entstanden durch letzten Endes ein Pferd und natürlich auch durch meine Passion für
Tiere und für die Natur. Gell? Ich durfte einem Pferd begegnen, das hat 6 Jahre lang im Regenwald gewohnt und ich hatte einen großen, großen Wunsch. Ich wollte gerne ein Pferd bei mir im Garten haben. Also wir sind 2006 hierher gezogen von Trinidad und ich wollte gerne ein Pferd haben bei mir im Garten. Ich habe viel mit Pferden gearbeitet in Deutschland. Ich durfte auch in dem Pferdemusical arbeiten. Ich habe Pferde trainiert und eingeritten. Aber ich habe das alles hinter mir gelassen 2000. Und als ich nach Tobago gezogen bin, 2006, ja, war bei mir ein großer Wunsch, ich möchte gerne ein Pferd haben. Aber hier in Tobago kann man keine Pferde kaufen. Und somit, ja, das Universum hat trotzdem meinen Wunsch gehört. Und ich habe gehört von einem Pferd, das im Regenwald lebt. Das wurde ausgesetzt. Und ich habe mich 6 Monate, ja, mich dem Pferd angenommen. Und Gott sei Dank hat sich das Pferd mir auch angenommen. Also letzten Endes ein Pferd, das ganz frei gelebt hat und das wirklich keine Menschen gebraucht hat. Und ich bin einfach, zu der Zeit hatten wir noch kein Auto. Ich bin da hochgetrampt auf die andere Seite der Insel jeden Freitag und ich habe Mangos mit hochgenommen und Leckerlis und manchmal habe ich sie nicht gesehen, die Jennifer, und manchmal habe ich sie gesehen. Und ich glaube, sie hat diesen Herzenswunsch von mir gehört. Und sie hat sich dann nach ein paar Wochen gezeigt, jeden Freitag. Und ich durfte sie füttern und ich durfte sie dann irgendwann auch mal berühren und ich durfte sie. Also sie hat mir erlaubt, mit ihr zu sein. Und es war ein ganz, ganz, ganz schöner, wunderbarer Prozess. Und ich habe einfach nochmal ganz neu angefangen mit den Pferden. Also die Sprache der Pferde zu verstehen. Denn Pferde sind etwas ganz, ganz Sensibles. Ganz, ganz Kraftvolles und auch ganz, ganz Sensibles. Und nach 6 Monaten ist Jennifer mit mir auf die andere Seite der Insel gelaufen. Und es war ein ganz wunderbarer Spaziergang zu uns nach Hause. Und Jennifer ist letzten Endes für mich die Gründerin von Being und Healing with Horses. Also mir läuft das Wasser gerade runter. Wir haben hier Regenzeit. Uff. Viel ja. Jennifer ist bei uns eingezogen in den Garten und 2 Monate später wurde uns dann nochmal ein anderes Pferd angeboten. Auch was ausgesondert wurde aus dem Rennsport. Und es war ganz schön zu sehen, diese Verbindung, wenn Jennifer war alleine für 6 Jahre, die hat kein anderes Pferd um sich gehabt. Einfach wie sie sich verbunden hat mit dem Shavari, mit dem anderen Pferd. Es war wirklich wie so auf dem ersten Blick. Und ich habe ganz viel gelernt, Pferdekommunikation. Ich habe sie einfach beobachtet, also dieses mit dem Pferd sein. Erstmal ein Jahr. Ich habe die zwei beobachtet. Ich habe geguckt, dass ich Pferdefutter auftreibe. Also das heißt, hier gibt es ja. Wir sind die Einzigen, die Pferde haben in Tobago. Gras geschnitten. Und wir haben dann auch angefangen, die Kinder aus dem Dorf zu helfen, Gras zu schneiden. Und irgendwann wollten die Kinder dann auch gerne mit mir die Pferde putzen und versorgen. Und so ist dann Being with Horses entstanden, letzten Endes. Wirklich mit den Pferden sein. Und 4 Jahre später ist dann Healing with Horses gegründet worden, der Verein. Und wir sind ermutigt worden von dem anderen Verein aus Washington, D.C., ein Verein für blinde Menschen, jemand, der einfach gerne
der hat eine größere Vision gesehen. Also der hat gesagt, Mensch, Veronika und Lennon, ihr macht sowas Tolles. Ich würde gerne meine 25 blinden Campers zu euch schicken. Ich würde gerne, dass ihr mit den Pferden, ja, vielleicht dürfen die reiten bei euch. Und wir haben einfach dann gesagt, ja, das machen wir. Und das war letzten Endes die erste größere Gruppe. Für 2 Wochen hatten wir 25 blinde Menschen da, was für mich auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung war, weil wir haben uns dann erstmal selbst so in dieses in hineinversetzt. Also wir haben uns dann gegenseitig die Augen verbunden und die Pferde geputzt und mit den, ja, dann waren wir mit den Pferden Augen verbunden und das war eine ganz, ganz tiefe Erfahrung. Und es kamen dann auch einige Coaches aus Amerika und Deutschland, die mit Pferden arbeiten, dieses heiltherapeutisches Reiten machen. Und die haben uns dann auch so ein paar Tipps gegeben und haben uns motiviert, würde ich sagen, und auch Workshops gegeben. So ist Healing with Horses dann entstanden. Ja. Und wir hatten dann einige einheimische Volunteers her, dann kamen die Volunteers aus dem Ausland. Dann kamen Freunde und Bekannte, die das ganze Projekt mitgesponsert haben, also finanziell und auch mit, wie sagt man, mit, also wir haben dann einfach auch Ausrüstungen gebraucht, ja, nicht nur Ja. Hightech und Sicherheitswesten, sondern auch, ja, die Burback Pads und Halfter und dann wurde die Reitanlage gebaut. Also ich bin jetzt hier auch gerade in der Reitanlage im ersten Geschoss. Ja. Das Dach, das sind Palmwedel und das ist ein ziemlich großes Dach. Ja, und unten drunter haben wir im Erdgeschoss ist dieser Reitring. Das kann man sich vorstellen. Das sind 30 Meter Durchmesser. Und Marianne, du sagst mir, vielleicht kann ich runtergehen und würde das gerne den Menschen ein bisschen zeigen, was wir hier aufgebaut haben. Und ich möchte sagen, alles, was hier gebaut wurde, wurde gebaut von meinem Mann. Ich habe ihn kennengelernt 2004. Da war er ja Baumeister, Schreiner. Und er hat hier auf 3 Hektar ganz, ganz viel gebaut. Und eines davon ist diese Reitanlage, wo wir im ersten Stock einen Meditationsraum haben und unten, also das ist der zweite Stock hier oben, vielleicht kann man das so ein bisschen sehen. Ja, kann man. Da gehen wir auch hoch mit den Kindern, die einfach gerade eine kleine Auszeit brauchen. Im Englischen sagt man Meltdown, ja. Wenn die so ein kleines Meltdown, wenn die einfach mal nur gehalten werden wollen, dann gehen wir hier hoch und setzen uns mit denen auf die Matratze und erzählen, lassen sie einfach erzählen oder auch still sein, ne? Und dann haben wir Hunde hier im ersten Geschoss das Yoga-Zentrum, wo wir Yoga auch praktizieren. Hier wohnen auch ein paar Kätzchen und die warten jetzt gerade auf ihr Futter. Und dann, wenn ich hier runtergehe, dann kommen wir zum Reitring. Hallo, ihr Kleinen. Ja, die warten auf das Futter. So, und das ist der Reitring. Wir haben mit 8 große Spiegel, vielleicht könnt ihr das sehen hinter mir. Und da ist ein Sandboden, wo wir einfach auch die Therapieeinheiten abhalten können, wenn es viel regnet. Also im Moment haben wir hier die Regenzeit und
Da kommt manchmal ein großer Platschregen wie gestern. Ja, und die Pferde, die wohnen. Wie viele Pferde habt ihr jetzt? Wir haben jetzt 13 Pferde. Na, das ist ein Und Unterschied zu zwei. ja, hier ist der Morning Calm, der schaut schon rein. Wir haben in 1,5 Stunden eine Session. Also die Pferde leben bei uns in großen, ich sage immer großen Apartments. Die haben hier ganz große und dürfen hier mit ihren Freunden leben. Sind nicht gehalten in Pferdestellen. Ja? Hier haben wir den kleinen Winston, der kam aus Ah, England. Ja, hallo also wir hatten. Winston. Hallo Winston. Das ist ein Mini-Pony. Der ist jetzt auch schon 23 Jahre alt. Ja. Also das ist schön, dass ich dir das zeigen darf. Einfach mal so vor Ort und ganz viel Kunst auch. Du siehst, wir haben hier auch das Ganze verschönert mit ganz viel wunderbaren Paintings, Malereien. Muscheln. Und in Trinidad und Tobago, das wollte ich auch gerne noch erzählen, da sind ganz viele verschiedene Kulturen und auch Religionen. Wir haben hier, jedes Pferd hat hier ein Schild. Das ist ja, Winston in Hebräisch. Wir haben hier auch Kinder, die Moslems sind, und ich habe sie gebeten, dass sie einfach jeden Pferdenamen, dass sie dem ein Schild geben auf Arabisch. Sie Jennifer. Ja. Also auch sehr Genau. multikulturell. Multikulturell. Multikulturell Genau. mit Völkerverständigung. Das ist eine sehr Hinter mir wichtige habe ich hier Geschichte, ne? Flagge. die Trinidad-Tobago-Flagge. Genau. Und dann haben wir hier den Garten. Also wir arbeiten auch mit den Kindern im Garten. Letzten Endes dürfen die Menschen, die zu uns kommen, Life Skills, we practice Life Skills. Wie würdest du sagen in Deutsch, Marianne, Life Skills? Oh, du Die Hände einfach anzuziehen. so, die erwerben einfach Fähigkeiten. Also ich meine, ich hatte heute auch meiner Volontärin beigebracht, wie man Lavendel schneidet und daraus Smudges macht. Ja. Sodass dann die anderen Leute im Winter was zu räuchern haben, ja? Toll. Und Ja, ja. genau. Und das kennen die Leute nicht und das wird bei dir ähnlich sein, ne? Genau. Ja. Die kommen aus dem IT-Bereich oder sonst woher oder aus dem Business-Bereich und dann fehlen so die einfachsten Life-Skills, die einfachsten Fähigkeiten für ein praktisches, kleines, einfaches Leben. Ja. Und auch einfach aus dem was zu machen, was bei uns, was gerade so da ist, ja. Also, ja, hier haben wir zum Beispiel ein Painting. Ja, wir müssten einfach die Wand da hinten ein bisschen verschönern, und ein Volunteer aus Nürnberg, aus Deutschland, die hat dann hier uns ein wunderbares Gemälde gelassen. Ist das nicht toll? Ja. Und die ganzen Muscheln, die ihr seht bei uns im Hintergrund, das sind Muscheln, die werden aus dem Meer geholt. Die sind ganz tief, und im Meer von Fischermännern. Und dann machen die ein Loch rein in die Muscheln. Dann kommt das Fleisch raus, und dann schmeißen sie es quasi wieder ins Meer. Und wir haben die letzten 15 Jahre diese Muscheln alle gesammelt und haben damit unseren Park verschönert. Also mit hier, ja. Unendlich viele. Ja. Wir sind hier auf 3 Hektar Land, das gehört dem Staat. Und diese 3 Hektar, die haben wir verschönert die letzten 15 Jahre. Und ja, oft war Funding nicht da, aber wir haben uns geholfen mit, ihr seht diese Paletten, die hier die Pferdepaddocks verschönern. Letzten Endes haben wir immer aus dem gemacht, aus Was dem gerade etwas da war. gemacht, was da war, genau.
Und Upcycling, Recycling, was man halt so tut, ne? genau. Und haben das dann so ein bisschen mit Farbe auch verschönert. Dadurch lernen die Behinderten auch Farben. Also wir haben hier einige, die hatten kein Gefühl für Gelb oder für Rot, ne? Und ja, wir haben hier unendlich viele Paddocks einfach verschönert. Hier ist die Dulce Dama. Ja. Ein Pferd, das zu uns kam vor 3 Jahren, die war gerade 2,5 Jahre alt. Die musste schon 5 Rennen laufen und die war einfach körperlich total fertig. Und dann haben wir sie hier aufgenommen und ja, der geht jetzt wieder gut. Die hat sich jetzt, sie ist angekommen. Ja, das können wir durchweg auch mal ansprechen, das Pferderennen, da macht man ja, Kinder kaputt. Ein Ja. Pferd mit 2,5 Jahren ist ein Kind. Ja. Es ist kein Pferd, es ist kein Erwachsener. Genau. Vielen Dank, Und dass du das sagst. dann kommen die dann praktisch als kaputte, traumatisierte Kinder zu dir, um auch wieder anderen kaputten, traumatisierten Kindern zu helfen. Eigentlich eine schöne Geschichte. Tier- Ja, und denn ein Pferd. menschengestützte Therapie. Ja, genau, denn dein Pferd ist ausgewachsen mit 5, gell? Und wenn die die in die Rennen schicken mit 1,5, 2 Jahren, dann sind es Kinder. Das ist genau richtig, ja. Da haben wir hier nochmal so einen Kandidaten. Der ist jetzt gerade bei uns seit 4 Monaten. Ja, und darf einfach auch noch ein bisschen lernen. Also die Pferde, die so aus dem Rennen kommen, die sind teilweise auch. Die kennen Freiheit nicht, ne? Die kennen dieses Draußenleben. Da ist er, knabbert mich jetzt an. Wie alt Die ist der denn? hat sich Ja. teilweise gar nicht geerdet, ne? Nee. Die Wie dürfen sich alt da ist der? Der erstmal. wirkt ja noch ganz klein. Der ist jetzt schon 9 Jahre alt, aber seine Aura ist sehr, sehr dünn, würde ich sagen, ja. Aber er wird immer kräftiger. Und seine Gut. Freundin hier, Mutter Helo, hilft ihm. Mutter Helo kam aus Amerika. Sie war Zuchtstute und hat ihre, ja, hatte Totgeburten, dann wollten sie nicht mehr haben. Und ist hier so, nimmt sich hier immer so den Pferden an, die so ein bisschen Mama brauchen. Das ist auch was ganz Schönes, wie sich das immer alles so dann zusammentut. Ja, das auch jedes Pferd findet dann so einen Platz bei, also ist. Es ergibt sich dann einfach immer ganz wunderbar. Ja, also ich denke, das ist bei Pferden auch nicht anders als bei Menschen. Wenn die zu früh unter zu viel Leistungsdruck kommen, dann haben die keine Kindheit. Und wer keine Kindheit hat, egal wie Erwachsene tut, der kann nicht wirklich erwachsen werden. Ja. Da ist immer irgend so eine Bedürftigkeit, die am Schluss übrig bleibt. Wow. Ja. Das meine ich, habe ich bei diesem Pferd gesehen, dass da viel Bedürftigkeit ist, weil da nie Kindheit war. Ja, da ist er nochmal. Ja, Wir also lassen ihn wir jetzt können. einfach langsam erstmal ankommen bei uns. Und er ist manchmal sehr, also wo ich merke, er muss erstmal nochmal lernen, laufen. Er darf dieses normale Laufen erst nochmal lernen. Ja? Er ist so tollpatschig. Und wenn die rausgehen bei uns zum Grasen, dann müssen die erstmal einen halben Kilometer durch den Busch am Strand entlang laufen. Und da hat er sich schon oft verletzt, weil er einfach manchmal so intuitiv nicht weiß, wie man sich im Busch verhält. Ja? Aber er lernt das von den anderen. Er darf das von den anderen lernen. Und wir müssen ihm einfach Zeit geben für den Prozess, ne? Ich glaube, das ist genau das, was du sagen wolltest. Der muss auch seine Instinkte erst ausbilden. Also vorher habe ich von Traumatisierung geredet, aber jetzt, ja, es Ja. ist ein Baby. Und jetzt, ich meine, auf der Rennbahn kannst du keinen Instinkt ausbilden oder wenig. Jetzt muss er den Instinkt für die Umwelt ausbilden und für den Boden und für das Wetter und für das Meer. Und das dauert.
Und er darf einfach nur sein. Und ich glaube, das ist genau das, was wir den Menschen hier auch ermöglichen. Den Menschen und den Tieren. Um das einfach mal wieder so zurückzubringen auf Being und Healing the Horses. Dieses einfach nur sein dürfen und sich angenommen zu fühlen, ohne dass Leistung gebracht wird. Ne? Einfach sein. Ich meine, wie schön ist das denn, wenn du nichts mehr tun musst und wenn du geliebt wirst für das, was du bist? Ja. Nicht für das, Ja. was du tust. Ja. Das ist eine sehr, sehr heilvolle Energie. Wie stelle ich mir jetzt euren Tagesablauf so vor? Sieben Uhr, Pferde füttern, Katzen füttern, Hunde füttern? Ja. Also bei mir ganz spät, genau, wir stehen früh morgens auf, so zwischen 5 und 6, und dann werden erstmal die kleinen Tiere gefüttert, die Katzen und die Hunde, und dann werden die Pferde gefüttert, und um 8 Uhr kommen dann die Menschen, die bei uns arbeiten. Da wird das Büro dann geöffnet, da arbeitet gerade eine Schwedin, und dann haben wir hier 4 Einheimische angestellt. Ja, mein Schatz, du bist ein ganz süßer. Das ist das erste Mal, ich bin jetzt auch ganz berührt, dass wir zwei so eine schöne Begegnung haben. Sind natürlich jetzt viele Tiere, dass ich mich manchmal so dem einzelnen Tier nicht mehr so widmen kann, wie ich das damals gemacht habe mit Jennifer. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir uns so treffen auch. Das ist ganz schön. Danke für das Interview. Ja, es ist sehr Ja. intensiv dabei mit diesem Interview. Ja. Ja, das möchte ich noch gerne erzählen. Er wurde auf seinem Geburtsblatt steht der Name Sunset Cloud, und ich habe ihm den Namen Golden Sunset jetzt gegeben. Ich gebe den Tieren, oder wir geben den Tieren manchmal auch einen anderen Namen, weil wir wollen, dass sie, wir möchten ihnen helfen, einfach die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Und er heißt jetzt Golden Sunset und nicht mehr Sunset Cloud. Ja. Ja, und Sunset Cloud wird, oder Golden Sunset wird heute mit seiner Freundin Mucho Helos im Park bleiben. Bei uns fängt jetzt dann um 8 Uhr die Unterrichtseinheit statt, wo wir 4 Touristen und 5 einheimische behinderte Kinder einladen, mit uns die Pferde zu bürsten. Und dann dürfen sich die Pferde die Menschen aussuchen. Das heißt, wir gehen in den Reitring. Die Pferde sind frei im Reitring. Und dann setzen wir uns auf den Boden und fragen die Pferde, oder ja, we ask the horses for permission. Das heißt in Deutsch, wir laden die Pferde ein, zu uns zu kommen, mit uns Zeit zu verbringen. Und Pferde sind sehr, sehr sensibel und spüren ganz viel. Und die Menschen, die in der Session sind, ja, die sind dann einfach aufgefordert, wirklich sich dem Pferd zu öffnen, welches Pferd zu ihnen kommt. Also das heißt, manchmal möchten die Kinder, oh, ich möchte gerne mit dem großen weißen Pferd sein, aber es ist nicht immer so, dass das große weiße Pferd sich dann genau denjenigen aussucht, der auch gerne mit ihm sein möchte. Es ist so, die Pferde spüren Emotionen, die Pferde spüren, wer da ist. Und die Pferde kommen zu dem, der genau ihre Energie braucht. Das ist so, was ich die letzten Jahre einfach das durfte ich einfach erleben. Das ist eine ganz magische
Prozess, würde ich sagen, ne? Es ist was Schamanisches, Und es ist ein magischer Prozess, ja. Und auch zu sehen, wie die Resonanzfelder sich dann entwickeln und was sich daraus ergibt, das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Auch die emotionalen Bewegungen, die die Pferde dann bei den jeweiligen Menschen auslösen. Und ich habe auch schon erlebt, dass Menschen dann anfangen, plötzlich zu weinen. Ja, kann Und ich mir gut sie vorstellen. wissen nicht, warum sie weinen. Ja, sie wissen es nicht, warum sie weinen. Und man muss nicht immer wissen, warum man weint. Es ist einfach so, dass die Pferde helfen, auch loszulassen und sich zu öffnen und einfach nur zu sein. Und manchmal muss man im Sein einfach nur weinen, ne? Ja, weil man traurig ist und weil man dieses Traurigsein so ewige, viele Zeiten lang runtergeschluckt hat oder hinter Wut versteckt hat. Und auf einmal ist es da. Und dann darf man traurig sein. Und auch weinen. Und das ist gut. Ist auch was, was ich festgestellt habe, Pferde helfen sehr, die Maske fallen zu lassen. Und was ich festgestellt habe, dass die Pferde manchmal dann wirklich so, wirklich die sind dann die Führer auch in dieser Unterrichtseinheit. Also wir sind die Facilitäter, aber die Pferde nehmen, die wissen genau alle, warum sie hier sind. Das ist so fantastisch. Und die machen das mit einer, die, mit einem Stolz auch. Also die wissen genau, sie helfen den Menschen hier. Ganz stolz sind sie dann mit den Menschen und geben ihnen auch Geborgenheit und Schutz. Ja, und es ist genau das, was mir auch Kraft gibt, tagtäglich, weil ich das erleben darf, das weiterzumachen, was ich jetzt mache. Also es ist so, nach 15 Jahren, manchmal bin ich sehr müde, weil ich Ja. natürlich nicht nur mit den Pferden bin und bla 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 bla. Es gibt ganz viel Bürokratisches, was täglich immer wieder angeguckt werden muss und neu. Ja, the challenges in life. Der Alltag. Und dann der andere Alltag mit den Tieren, wo ich einfach spüre, das ist genau meine Mission. Vision und Mission, warum ich hier in Tobago bin. Ich bin so dieser, der einfach die Menschen wieder an Natur und die Tiere, dass die sich wieder finden. Das ist auch der Punkt, nochmal zu deiner Frage ganz am Anfang. Hier das ist ja ein dritte Weltland letzten Endes, Trinidad und Tobago. Tiere sind. Ja, die Hunde sind manchmal an der Kette Bin ihr nichts ganzes wert. Leben lang. Ja, eine andere Kultur da, das sehen wir oft in den ärmeren Ländern, dass einfach dieses Verständnis für Tiere Ja. anders ist als wie in Deutschland, ne? Und wo ich sage, hey, das Pferd ist unser gleichberechtigter Teampartner, ja, und der kann uns ganz viel geben. Wir geben ihm etwas. Das Pferd gibt uns ganz viel, genauso wie Katzen und Hunde, ne? Bin heute aufgewacht mit meiner lieben Katze liegend neben mir und hat mir so, ja, einen ganz schönen Morgengruß einfach. Das war so das Erste, was so da war und bin dankbar dafür, für diese Begegnung, für diese Freundschaft. Und das ist etwas, was wir praktizieren, auch mit den Kindern hier. Denn Erwachsene, ja, mit den einheimischen Erwachsenen, also da ist es manchmal so, durch die Kinder ist es leichter. Ja, wenn ich wirklich mit denen täglich die Tiere versorge, dann kommen die wirklich an diese Essenz, was ich gerne so weitergeben möchte, was mir Kraft gibt, was mein Leben so erfüllt, ne?
Ja, dieses mit Tieren sein, einfach sein. Ja. Das ist etwas, das nicht viele Menschen teilen können, weil das Verständnis nicht da ist, weil Tiere eben doch gesehen werden als Kindersatz, als Haustier, als Sportgerät, wie auch immer. Besitz in irgendeiner Form, aber das dann auf Augenhöhe zu heben als ein Mitlebewesen, das gleichberechtigt ist und Mitspracherecht hat und diese Begegnung einzugehen und zu halten, das ist ein Mysterium. Und wer es einmal erlebt hat, der will es ja auch nie wieder missen. Weiß ich, du hast, glaube ich, Juliette, Familienmitglieder. Familienmitglieder, ja, du hast ja jetzt auch Juliette mitgekriegt, die einfach vom Strand hochgelaufen ist zu uns hier Ja. und sich hier eingeparkt hat und Ja. zu mir kam und gesagt hat, du hast keinen Hund hier. Ich habe kein Haus und keine Familie. Das passt doch. Und also sie wohnt auch nicht bei mir im Haus, sie wohnt beim Volontärhaus. Sie hat sich da ganz klar entschieden. Sie hat sich für ihre Katzengruppe entschieden. Und inzwischen sind sie so weit, dass Shamsi, also die schwarz-weiße Katze, dem Hund erlaubt, im Eingangsbereich des Hauses zu schlafen. Der Hund Wow. muss nicht mehr draußen schlafen. Ja. Und so rücken sie alle ein Stück näher und so, ich denke, Juliette wird den Aufnahmeantrag bewilligt kriegen. Und ist ja auch, wir sind ja hier nicht eingezäunt, ne? Der Hund ist Ja. nachts frei draußen. Der bewacht einfach das Haus, der geht nicht weg. Der hat hier seinen Job, das hat er selber geguckt, selber entschieden. Genau. Was anderes als ein Hund, den man einsperren muss, an die Leine legen oder einen Zwinger tun, ne? Ja. Ein ganz anderes Erleben. Genau. Das ist so, genau, jedes Tier hat so seine, in der Struktur, in der Familienstruktur, hat so seine Verantwortung auch und übernimmt sie auch ganz klar. Wenn man es Genauso wie lässt, jedes wenn Tier man es lässt. auch seine Persönlichkeit hat, ne? Jedes Tier hat seine Persönlichkeit und es ist wichtig, dass wir den Tieren diesen Raum geben, die zur Persönlichkeitsentfaltung auch, nachdem wir sie adoptiert haben oder nachdem sie einfach auch vom Strand hochgekommen sind, ne? So Ja, wie die hat den Juliette. Aufnahmeantrag gestellt und ich werde den bewilligen. Wunderbar. Und das ist was anderes, als wenn ich mir einen Hund kaufe oder Ja. in ein Tierheim gehe und mir einen Hund heraushole und dann als meins betrachte. Juliette ist definitiv Ja. nicht meins. Juliette ist Genau. mit mir in einem Co-Living und Wunderbar, arbeitet, das habe ich bringt auch sich so gesehen. ein und kriegt dafür Essen. Wie jeder andere in der Schön. Familie auch. Essen und ein Dach über dem Kopf. Und damit ist gut. Oder auch Kadima oder Angelo oder Leon, die sich hier angetragen haben als Schlangenjäger. Die uns den Platz schlangenfrei halten. Ist klar. Dach über dem Kopf und Essen. Guter Ausgleich. Aber wir sagen denen ja auch nicht den Job. Die tragen sich mit diesem Job an und wie ein Mensch, der in sein Potenzial geht und sagt, das bin ich, das möchte ich einbringen in unsere Gemeinschaft, magst du mich nehmen mit dem, was ich bin? Und das ist etwas, wie wir als Menschen leider nicht mehr miteinander umgehen und deswegen finde ich das so wichtig, dass es Projekte wie deins gibt, die immer wieder zeigen auch, dass es um das Sein geht und dass es um ein Co-Living mit dem Sein geht und nicht mit der Maske. Eine Frage habe ich noch. Wie finanziert ihr euch? Wie finanziert sich euer Projekt? Im Moment finanzieren wir uns durch die Touren, wo wir Menschen die Möglichkeit geben, eine wunderbare Erfahrung mit den Pferden
zu haben. Also das ist eine 2-Stunden-Tour. Die fängt jetzt gleich an, in einer halben Stunde, wo die sich eintragen im Büro und die zahlen 100 US-Dollar für diese Tour. Und denen werden die Pferde vorgestellt mit ihrem Alter, woher sie kommen. Und dann suchen sich die Pferde unsere Gäste aus oder auch nicht, ne? Wir haben maximal 7 Leute in der Tour. Wir haben 13 Pferde, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir das klein halten, weil wir die Pferde auch, die sich keine Menschen aussuchen, die kommen trotzdem mit. Also Pferde sind ja Herdentiere, die möchten gerne mit der Herde mitlaufen. Das ist diese besondere Erfahrung. Ja, wir sind dann einfach der ganzen Herde unterwegs, durchs Dorf, am Wettland entlang, durch die Mangroven für einen langen Strandausritt und dann gehen wir schwimmen mit den Pferden. Und die Pferde, wirklich, die tackeln so hintereinander her wie diese Herde und du siehst, du spürst, dass die Pferde das total gerne machen. Die würden das auch machen ohne Menschen. Und es war gestern an dem Regentag, da machen wir die Tour trotzdem, aber ohne Menschen, ja. Da gehen wir durchs Dorf, gehen wir durch den Regenwald, gehen wir den Strand entlang, dann wälzen die sich erstmal richtig toll und dann gehen die ins Wasser schwimmen und dann gehen die wieder hoch in den Park und danach lassen wir die raus zum Grasen. Das ist so die tägliche Routine. Und wir haben hier einige in der Herde, die sind schon älter, die sind 25, du und die sind fit, ne? Die sind fit, weil sie einfach in dieser, die sind in dem System drin. Und ich sehe da auch wieder dieses Dualität mit den Menschen. Wenn die Menschen ins Altersheim gehen, dann gehen sie runter. Aber wenn sie einfach in der Familie mitleben, dann bleiben sie jung. Weißt du, was ich meine? Meine Rede. Wir brauchen eben Projekte, wo wir Senioren, Volontäre, Randgruppen, Tiere, Genau. alles zusammen haben in Co-Living-Projekten, die dann Ja, wirklich Glück Co-Living, ja, verbreiten, genau. die Glück verbreiten und die automatisch durch ihr So-Sein an sich zu Selbstständigkeit und Nachhaltigkeit anhalten. Ja. Ja, das, was du auch sagst, ja, automatisch macht ihr, ohne dass ihr viel nachdenkt drüber, ihr macht Upcycling und Recycling, weil es sich schon einfach so ergibt. Das tragen die Projekte dann schon selber Genau, irgendwie so wir mit hatten sich. am Anfang kein Geld, um Holz zu kaufen. Ne? Also nimmst du, was du hast und machst dann Upcycling. Genau. Und Und genauso ist es mit den Pferden auch, ne? Man sagt Recycling Racehorses. Letzten Endes die Pferde. Wir haben hier zum Beispiel Shawari und Princess Julie gerade. Sie ist ein sehr junges Pferd, sie ist 15. Und er ist 25, aber letzten Endes guck sie dir mal beide an, die sind beide fit und ja, und er hat einfach schon einiges erlebt, aber weißt du, ich glaube, er hat das vergessen und er ist jetzt einfach hier eingeladen, sich selbst zu leben und das zu den Menschen zu geben. Das ist der Herdenführer, weißt du, das ist eine ganz tolle Seele. Ja. Veronika, ich bin unglaublich begeistert von deinem Projekt. Was macht man, wenn man bei dir Volontär sein will? Wie geht das? Du darfst uns anschreiben und wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt support@healing-with-horses.com. Ich glaube, Marianne, du, vielleicht Ich können werde wir den nachher Link mit einfach dazu tun den zum Link Video. klicken, genau. Und dann wirst du aufgefordert, einfach ein Video von dir zu schicken, ein Introduction-Video, warum du gerne auch bei uns sein möchtest eine Zeit. Wir haben jetzt zum Beispiel im September kommt die Laura zu uns für 3 Monate und nach 3 Monaten, sie möchte gerne für ein Jahr hier sein, dann gucken wir mal, ob das weitergeht. Manchmal kommen die Menschen auch für eine kürzere Zeit, 4, 5, 6 Wochen. Es ist allerdings schon so, dass wir immer eine Zeit brauchen, Kennenlernzeit, damit du die Routine auch kennenlernst, ne?
Und da brauchst du mindestens einen Monat dazu. Also ich denke mir, nach einem Monat fängt es erst so richtig an. Also es ist immer schön, wenn du ein bisschen Zeit mitbringst für diese Arbeit, für dieses Arbeitserlebnis hier bei uns. Und bist dann einfach gebeten, dass du 4 Stunden bei uns mithilfst im Haushalt. Also es gibt, du musst nicht, du brauchst keinen großen Erfahrung mit Pferde. Du darfst einfach dich mitbringen mit deinen Talenten. Ne? Also Genau, es wie ist, wir wie gesagt, vorhin ein gesagt haben, großer Haushalt. wir kommen mit dem Sein und dann schauen wir, wie wir uns einbringen. Genau, so schaut's aus. Super. Ja. Veronika, Schlussworte, weil ich denke, dein Unterricht geht jetzt dann auch bald an. Wir haben kurz vor 8. Schlussworte, genau. Das Lass ist dir uns noch so dankbar wichtig zu sein. sagen. Sagt das Pferd gerade hinter mir. Also, das ist so dieses, ich bin dankbar, ich bin gelassen. Ich mache aus dem etwas, was gerade also genau, ich bin dankbar und dieses Dankbarsein, das ist bei mir gerade so ganz präsent, ne? Wenn ich dankbar bin, dann ist dieses Herzresonanz, dann kommt das Tier zu mir. Dann kommen die guten Dinge zu mir. Das ist total wichtig. Und ich möchte erstmal Danke sagen, Marianne, für unsere Begegnung. Ja. Und für die Zeit und ja, für die Zeit, die du mir gibst, auch dieses Projekt vorzustellen. Also das ist, du verstehst mich auf einer tieferen Ebene und ich bin dir da einfach sehr dankbar dafür. Ja. Dankeschön. Ich finde es toll, dass du das Projekt machst. Es würde was fehlen, wenn es das Projekt nicht gäbe. Würde was Wichtiges fehlen. Und ich finde es erstaunlich, dass das auf so einer kleinen Insel ist, was ja nochmal eine ganz andere Energie gibt und eine ganz andere Nachhaltigkeitskomponente. Ich kann es mir sehr spannend vorstellen. Und wenn ich noch reisen würde, würde ich dich besuchen, aber ich habe entschieden, ich reise nicht mehr. Jetzt muss ich dich per Zoom besuchen. Ja. Aber wir sind verbunden im Herzen und es ist ein großes Projekt, wo viele, viele Menschen daran arbeiten. Und ich bin oft so das Gesicht von dem Projekt. Ich gebe viele Interviews, ich spreche sehr viel, aber es sind ganz viele Menschen, die an Healing and Being with Horses arbeiten. Und ich möchte mich auch bedanken für deren Dasein. Ja, es braucht viel Aufmerksamkeit und ich möchte mich auch ganz arg bedanken für alle, die uns heute zuhören. Ja. Es ist Super. ein Kollektiv, eine, es sind, ja, wie die Regenbogenfarben, ne, hinter mir. Also es ist so immer dieser Zusammenschluss von ganz vielen. Dann kann so ein Projekt wachsen. Und ich bin Definitiv. sehr dankbar für die Tiere, die hier sind und auch hier waren, denn wir haben auch schon einige einfach gehen lassen müssen. Ja, aber das ist einfach so dieser Cycle, In the cycle of dieser life. Kreislauf. Ja. Also dann wollen wir alle anderen auch ermutigen, zu sein, wer sie sind. Und glücklich, offen und völlig natürlich sich in Co-Living-Projekte einzubringen. Und noch hat jeder Topf seinen Deckel gefunden. Und ich bin sicher, auch jeder, der sich traut zu sein, wird sein passendes Projekt finden, wo er dazupasst, wo er reinpasst und wo er aufatmen kann, weil er endlich einmal ohne Maske leben kann. Ja. Und es Und auch genug wirklich ist, einfach mutig. nur zu sein.
mutig dem Herzen zu folgen, mutig der Stimme des Herzens zu folgen. Und das liegt mir noch am Herzen. Ich habe ein Buch geschrieben, das kann man bestellen bei Amazon. In der Ferne scheint das Glück, vom Edenbuch Verlag. Und das ist so eine Biografie von meinem Leben, wie ich aufgewachsen bin in einem kleinen Dörfchen in Süddeutschland und dann diese Zeit in Amerika, in Afrika, dann diese Zeit im Pferdemusical und dann 2004 diese Begegnung in Tobago, mit Tobago, diese Energie hier, diese ganz einfache Energie, die mir einfach auch hilft, mich selbst zu leben, weil es keine Struktur gibt, wie in Deutschland oder wie in Europa. Und das ist eine Energie, die mich sehr unterstützt, wirklich mutig zu sein und auch ganz anders zu sein wie andere Healing with Horses Projekte oder andere Projekte, die heiltherapeutisches Reiten anbieten. Ja. Es ist was anderes, ob du Heilung anbietest oder ob du Sein anbietest. Und die göttliche Präsenz, die kommt im Sein durch, nicht in dem, was wir mit unserem Kleinsein denken oder handeln. Deswegen finde ich dein Projekt auch so wichtig und ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Ich respektiere deine Tageseinteilung und lasse dich jetzt los. Freut mich riesig und ja. Hab einen wunderschönen Tag mit deinen süßen Tieren. Jetzt sehen wir auch noch einen Hund im Hintergrund. Ja, wir haben auch 10 Hunde. Das ist die Lola, unser ältester Hund. Die ist uns auch begegnet, so wie dir deine Juliette begegnet ist. Die kam dann einfach hier mal an. Da war sie 4 Wochen alt. Okay. Ja, so ist es. Das ist Leben. Also, das ist Leben. Liebe, liebe Grüße nach Griechenland zu deinen lieben Tieren. Deinen Volunteers. Eine ganz herzliche Umarmung. Danke dir. Und zurück. Bis zum nächsten Mal, Veronika. Bis zum nächsten Mal. Baba. Alles Liebe. Bye-bye.